Ganz in Weiß oder schön ist es, auf der Welt zu sein. Diese Lieder kennen Sie bestimmt und damit herzlich willkommen zum Blitzlicht. Die sind nämlich von Schlagerstar Roy Black. Der ist ja schon Anfang der 90er Jahre gestorben, aber hier in Windberg im Landkreis Straubing-Bogen lebt seine Musik wieder auf. Das Mädchen Carina war meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. Es ist so, dass ich also nicht den Roy Black da irgendwie die Show stellen will, sondern ich möchte natürlich die Musik weiter leben lassen. Roy oder Blackie, wie ihn die meisten nennen, gibt's halt nur einmal. Schön ist es, auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen, dich an allem freuen und alles sehen. Auch seine Enkelin Selina singt gerne Roy Black Lieder, hier als die Anita. Und Franz Stadelbauer spürt im tiefen Herzen auch eine ganz besondere Verbindung zu dem Schlagerstar. Ja, ich bin ein bisschen seelenverwandt mit ihm auch. Spürt man das? Ja, es ist ein Gefühl, ist das. Roy Black, das kann man nicht beschreiben. Man muss das fühlen, man muss das spüren und auch diese Musik, wie sie rüberkommt und wenn die Gäste dann teilweise nah am Wasser sind und dann die Tränen kommen, dann weiß man halt aus, jetzt muss man aufhören. Getroffen hat Franz Stadelbauer Roy Black leider nie. Dafür tritt er aber am 14. September mit seinen ehemaligen Bandmitgliedern, den Cannons, in seiner Gaststätte in Windberg auf. Vielleicht weißt du, was wir versäumen, und sagst in deinen Träumen, mein Darling, ich denk an dich. Von einem Schlagerstar kommen wir jetzt zu einem Thema, wo die Musik schon etwas anders spielt. Und zwar zur Wahl und den dazugehörigen Plakaten. Die erschlagen uns ja jetzt schon so kurz vor der Landtagswahl an den Straßen auf dem Weg zur Arbeit. Aber was steckt denn dahinter? Welche Plakate sind gut und welche eher schlecht gemacht? Ich bin auf dem Weg zu Frank Zeller. Er ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer einer Werbeagentur. Ich bin gespannt, was er mir zu den Hintergründen der Wahlplakate sagen kann. Was mir jetzt als erstes auffällt, ist natürlich das Wortspiel Wildwellen. Ist das gut gewählt? Es bleibt im Kopf verhaften. Es schafft Aufmerksamkeit, es prägt sich ein. Andererseits ist es inhaltlich natürlich ein Stück weit schwierig. Wild wählen, der Wähler soll seine Wahl natürlich gut überlegen und soll nicht wild wählen, sondern soll sich seine Wahl überlegen. Also der Bildausschnitt ist sehr gut gewählt. Sie hat eine sehr sympathische Darstellung. Also da muss man auch dem Fotografen dann nochmal sozusagen sagen, hat er sehr, sehr gut gemacht. Der Hintergrund ist ein bisschen dunkel, aber die Darstellung ist eine sehr, sehr sympathische und bindet somit den Betrachter. Die Grünen verzichten in dem Wahlkampf auf ein Logo und stellen die Frage, und du, und binden den Wähler, den Betrachter, binden sie mit ein, wollen ihn sozusagen emotional packen und wollen ihn auffordern. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Es ist was Neues, es ist modern, die Darstellung, und es ist trotzdem wiedererkennbar. Was mir jetzt als Laie auffällt, ist mir unten ein bisschen die Hand vom Herrn Nistol zu grün geworden. Da liegt ein grüner Farbverlauf drüber und das ist ein Stück weit schwierig. Also da bleibt der ein oder andere, wundert sich da, es ist nicht ganz stimmig. In der Aufteilung finde ich es nicht so gelungen. Es wirkt ein bisschen herkömmlich, es wirkt ja, klassisch, aber nicht modern. Der Betrachter wird nicht geführt. Er weiß nicht, wo er zuerst hingucken soll. Er ist beim Bild und muss dann nach rechts springen, springt wieder nach links. Das ist nicht so gut gewählt. Die Botschaften sind schwer zu erkennen. Das Plakat ist wirklich blass, aber es war davor auch schon blass. Die Farbkombination der Freien Wähler ist sehr, sehr überholt. Die CSU-Plakate sind sehr, sehr klassisch in Blau gehalten. Der bayerische Himmel im Hintergrund,
in dem Fall jetzt auch der Dom. Da hätte man sicherlich was anderes wählen können, beziehungsweise, oder den Dom natürlich, aber vielleicht in die Unschärfe gehen, dass das Auge des Betrachters direkt zum Kandidaten geht. Mhm. Der Beste für Regensburg ist natürlich eine kurze, klare Botschaft. Das ist, die kann sich verfangen im Kopf. Gleichzeitig, die Schwierigkeit ist dabei, es wirkt ein Stück weit überheblich. Also wirklich interessant, was alles hinter so einem Wahlplakat steckt. Apropos Wahl, wir sehen uns wieder ganz normal nächsten Montag, einen Tag nach der Landtagswahl, zur selben Zeit hier im Blitzlicht.